Moin moin ihr Lieben, willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute gibt's mal wieder einen Time Trial. Aktuell gibt's unglaublich viele davon. Nämlich von Mercedes AMG, das ist so eine Challenge von denen auf Laguna Seca. Mit einem, wie ich finde, ziemlich coolen Design. Und wir gucken mal, wohin wir kommen. Die Mercedes AMG Motorsport Virtual Championship Hot Laps sind das. Und die gibt's anscheinend auch bei iRacing. Oh, wir sind aber jetzt erstmal in GT7 unterwegs auf Laguna Seca. Wunderschöne Rennstrecke, schönes Auto. Und mal gucken, wohin die Pace so reicht. Also so eine 1.19er ist, glaube ich, jetzt die Bestzeit. 1.21 braucht man, glaube ich, für Gold. Ist auf jeden Fall schon mal eine gute Möglichkeit, um hier ein paar Mio wieder abzusnacken. Durch die ganzen Time Trials der letzten Wochen habe ich es jetzt auch geschafft, auf über 20 Millionen zu kommen, was den Ingame-Kontostand angeht. Das ist der helle Wahnsinn. Und damit könnte man sich jetzt zum Beispiel auch so ein McLaren F1 kaufen, wenn der jetzt bei den legendären Händlern vorhanden wäre, aber verfügbar ist er leider nicht. Abfahrt. Ja, und in letzter Zeit, wie gesagt, kamen jetzt auch relativ viele Time-Trial-Videos, weil auch viel Time-Trials neu dazu kamen. Und natürlich möchte ich da dem Ganzen auch nachkommen. Oh mein Gott. Zum Red Bull Ring kamen ja auch 2 Videos zu dem Time-Trial. Aber auch nur, weil das das erste Mal war, wo ich Kontakt mit der Regenlinie von Gran Turismo jetzt hatte. Also Kontakt mit der richtigen Regenlinie, wohlbemerkt. So, mal schauen, wie ist die erste Runde? Das ist eine 1.23.3. Das geht definitiv noch besser. Zum Beispiel kann ich hier auch da bremsen, wo neben der Strecke der asphaltierte Bereich anfängt, statt da schon zu bremsen, wo noch Kies ist. Die erste Kurvenkombination war schon mal besser. Schön. Hey, das sieht alles bisher vernünftig aus. 3/10. Hier beim ersten Schild bremsen. Das ist immer noch ein Ticken zu früh, maybe. Aber schöner Exit. Hier in der Linkskurve habe ich locker 3/4 liegen lassen. Ungefähr beim zweiten Schild mal. Das ist immer noch zu spät. Also vor dem zweiten Schild auf jeden Fall vom Gas gehen. Ja, das waren weit mehr als 2/3. Und auch hier in Corkscrew sind locker noch so 3/4 zu holen. War ich jetzt sehr vorsichtig. Von der Rechtskurve hier im dritten sein. Haben wir auch weniger untersteuern. Hier wieder beim ersten Schild bremsen und auch hier geht's schneller. Über eine Sekunde in der zweiten Runde geholt. Sehr schön. Gut, dass wir 6000stel über eine Sekunde auch drüber sind, weil sonst hätte ich die Aussage jetzt korrigieren müssen. So. Weiße Linie. Ah, Ticken zu spät vielleicht. Okay. Komische Linie gewählt. Ja, das war nicht gut von mir. Ist auch schlecht gefahren. Und wir gucken aber mal ganz kurz bei der Gelegenheit. 4%. Okay, ich musste 21,5 unterbieten. 19,1 hat der schnellste Fahrer hier hinbekommen. Crazy. Ja, den GT3 Evo habe ich ja jetzt bei den Daily Races auch mal probiert. Bei den Nordschleife Daily Races. Muss leider feststellen, ich komme mit dem nicht so auf Pace, wie es zu GT Sport Zeiten noch war oder früher in GT 7. Zwar neben dem Porsche 911 RSR bei mir das Auto der Wahl für, hey, ich setze mich rein und bin einfach schnell. Oh mein Gott, okay. Glaube ich schon spürbar später und nicht spät genug. Das war super.
locker 3/4 wieder. Ja, ja, ja. Sieht gut aus. Links deutlich schärfer fahren die Schikane, die Corkscrew. Dann hat man rechts mehr Platz. Boah. Curb schluckt er enorm gut. Da bin ich nicht in den Begrenzer in den vierten gekommen. Sehr gut. Das habe ich vorher schon hochgeschaltet. Okay, all in all war das eine ganz gute Runde. War eine ordentliche Verbesserung und das ist eine 21,6. Ich glaube, ich brauche eine 21,5 für die 3% Marke. Da bin ich ein bisschen rabiat in die Kurve rein, aber durch Schalten in den ersten habe ich es dann doch irgendwie geschafft, dass das Auto... Ah! Untersteuern! Dass das Auto so einen kleinen Drift hinlegt und ich sehr, sehr gerade wieder aus der Schikane raus beschleunigen konnte. Aus der Kurve, nicht Schikane. Oh, das war sogar noch besser als eben. Nochmal eine Zehntel extra rausgeholt. Hier geht es noch ein bisschen schneller mit Sicherheit. Ja, den Curb nicht mitnehmen und da ist man safer. Oh! Kurvenscheitel verpasst, schade. Hey, nochmal 2/10 und das ist die Zeit, die wir brauchen, um in die Stand jetzt Goldzeitregion zu kommen. Aber dass ich immer was ändern kann, probieren wir es nochmal. Okay. Also da, wo der Übergang ist zwischen Kies und Asphalt neben der Strecke, bremse ich. Ein Ticken später geht anscheinend auch, aber das war jetzt doch ganz vernünftig. So, dritter Gang. Schön durchtragen lassen. Oh, sehr schön. Rausgekommen. Ja, alles in allem nicht so optimal. Hier mal einen Ticken später gebremst. Wieder eingedreht das Auto. Ach so, okay, da kann man auch ganz innen durch. Interessant. So, Kurvenscheitel hier erwischen. Und direkt sind wir schneller. Sehr schön. Oh mein Gott. Nein! Der Schlusspart war ganz gut. Okay, wenn ich jetzt alles zusammenkriege, bin ich vielleicht so eine Zehntel insgesamt schneller oder 2/10. Probieren wir es. Also. Beim weißen Streifen etwa gebremst. Jetzt fahren wir mal ein bisschen eckiger. Ah, nicht gut. Zweiter Gang. Oh, warum bist du so rutschig? Schade. Nächster Versuch. Also eine 21,0 oder so wäre ganz geil. Da bin ich noch einen Moment von entfernt, aber... Alter! Ich habe gerade überlegt, so... sollte ich nicht vielleicht die Traktionskontrolle komplett ausstellen und dann so... Ja, nö. Auto hat keinen Bock. Auto kommuniziert mir ganz klar, Dave, mach die Traktionskontrolle aus und... Es könnte noch kritischer werden als jetzt schon. Bisschen mehr Streckenbreite vorm Anbremsen genutzt. Oh, nicht so gut rausgekommen leider. Ja, das war vernünftig. Nein, neben der Strecke. Bitte nicht. Schade. Ich glaube, das war ganz okay. Ein bisschen verlangsamen, bevor man da sich reintragen lässt. Das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an die
Lizenzprüfung, die man hier in Gran Turismo 3 hatte, die war doch durchaus anspruchsvoll mit der Dodge Viper. Beim, aus heutiger Sicht weiß ich, ich bin damals immer mit Traktionskontrolle gefahren, mit den Fahrhilfen, die Gran Turismo einem bietet. Und in den Lizenzen waren ja irgendwann abgeschaltet. Und sich dann mit dem Controller auf ein Auto einzuschießen, das keine Traktionskontrolle hat, super viel Leistung hat. Zudem muss man ja noch sagen, man hatte ja früher auf der PlayStation nicht diesen rechten und linken Trigger am Controller, sondern du hattest X- und Viereck-Taste, womit du Gas gegeben hast und gebremst hast. Also wir hatten das immer als Standardkonfiguration. Kannst theoretisch auch auf den rechten Stick legen, ja, aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war geil! Wow, okay. Und diese Knöpfe waren zwar auch... Nein! Die waren auch analog, also die hatten mehrere verschiedene Druckpunkte, das heißt, du konntest auch Gas und Bremse dosieren. Aber trotzdem viel Spaß, das irgendwie so friemelig dahin zu bekommen. Schade, aber am Ende war es wieder 21.1, ja. Wäre schneller gewesen, aber nicht so schnell, wie ich es mir eben als Ziel gesetzt habe. Wow. Den Turn-In durch das Runterschalten in den ersten mitzunehmen, scheint da doch recht sinnvoll. Ah, eine Zehntel ungefähr hinterher. Ich doch, Monika. Ach, come on. War da gerade Pepsi-Werbung? Ah, da rechts auch, oder? Nee. Ja, da links ist Pepsi-Werbung. Okay. Warum verwundert mich das so? Hundertmal bessere Linie, sehr schön. Ist okay. Nein. Ah, das war in dem Versuch vorher echt gut. Oh Gott, das Auto hat sich super krass eingedreht. Warum? Okay, erster Gang tabu. Das war gerade sehr, 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 sehr einschneidend, das Erlebnis. Abfahrt. Ich glaube, den vierten länger zu drehen ist auf jeden Fall hilfreich. Allgemein vielleicht die Gänge insgesamt länger drehen. Das könnte großen Vorteil bedeuten. Ja. Warum war ich vorher so schlecht? In den Rechtskurven da. Boah, sehr viel später gebremst. Wow. Okay, da habe ich. Habe ich so viel Zeit gemacht, dass ich den Ghost nicht mehr sehen kann. Warum ist der Ghost nicht da? Achso. Da ist er. Aber der wurde, glaube ich, nicht eingeblendet. Taste funktioniert.
Nach hinten kannst du zuverlässig gucken, aber nach oben, wenn ich da hindrücke, dann willst du nicht, oder was? So, jetzt. Okay, das war zu früh gebremst. Auf Augenhöhe mit meiner Runde zuvor. Da fehlt locker noch eine halbe bis eine Zehntel. Schöner Exit. Die Rechtskurven davor waren scheinbar aber nicht so vernünftig. Ja, geht. Spät gebremst, aber auch gut quer gestanden. Oh no. Ja, Linie war eh nicht optimal. Und der Double Upshift hat mir natürlich den Rest gegeben da. Auf geht's. Wir sind aber auch erst 17 Minuten unterwegs. Und ich bin schon im Goldbereich. Also es gab schon deutlich, deutlich schlimmere Time Trials für mich. Nein! Oh Gott, ist das doof. So, keep pushing, keep pushing. Probier es mal ohne Traktionskontrolle. Einfach mal so. Vielleicht regelt die ja so ein bisschen rein, wer weiß. Das war sehr smooth, aber auch sehr langsam. Hat halt so ein bisschen die Hoffnung, dass ich diesen Turn-in-Bonus bekommen habe, ohne das Auto so halb quer zu stellen. Also ohne Traktionskontrolle fährt er sich halt auch sehr entspannt. Ja, vierter Gang ist gut. Einfach im vierten bleiben ist, glaube ich, da besser. Bringt weniger Unruhe ins Auto. Ah. Nein. Och nö. Schade. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt durch die Traktionskontrolle kam. Oder durch das Abschalten der Traktionskontrolle. Ich glaube, dass es einfach daran lag, dass ich jetzt besser gefahren bin. Wir gucken uns gleich mal die Zeiten in der Bestenliste an. Sehr schön. Ja, es war nicht optimal bisher, aber es ist gut. Wird besser. Nee. Die ganze Bergab war furchtbar. Ja, das war schrecklich. Das ist jetzt gerade so der Moment, wo ich an so ein Plateau angekommen bin.
Ja, nee. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. So, auf geht's. Ich mach die Traktionskontrolle doch nochmal aus. Hat gerade irgendwie besser geklappt. Vielleicht ist es ein bisschen meine Art des Aberglaubens. Okay, wir gucken uns mal die beste Runde an. Wir sind im Goldzeitbereich. Stand jetzt. Ja. Könnte sich wie gesagt noch ändern. Ja, 2,87% ist jetzt nicht so safe, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber vielleicht kommen wir da jetzt gleich nochmal hin. So, Minihund schläft. Kurzer Check bei Kimi. So. Eine 19,2 können wir uns ja anschauen. Von Laporti. Da bin ich mal jetzt gespannt, was er hier grob anders macht als ich. Behaupte mal, bei den Gängen sollte ich eigentlich recht nah bei dem sein, was man machen soll. Dreht den Gang bis zu 225 aus? Nein? Okay. Boah, er macht schon sehr viel Trailbreaking. Krass. Erster Gang unterstützen, damit er in die Kurve reinkommt. Hier kaum Trailbreaking, okay. Hier quasi auch kaum gebremst. Ich glaube, einen Ticken später lenkt er da schon ein als ich. So. Merklich später gebremst, dritter Gang. So, hier bleibt er wahrscheinlich im vierten. Er schaltet deutlich früher als ich. Dritter Gang, okay. Ja gut, der vierte wahrscheinlich, wenn du dich ein bisschen unsicher fühlst, aber okay, okay, okay. Okay, da versucht man am besten sehr, sehr hart gerade drüber zu fahren. Da geht er gar nicht so weit raus, okay. Boah, das sieht so schön smooth aus bei ihm, ne? Er geht beim Bremsen erst sehr spät auf den Curb, okay. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Bei ein paar Sachen können wir, denke ich, mal gut nachziehen. Und ich bin mal gespannt, ob das wie die letzten Male ist, dass man sich auf Anhieb einfach verbessert und sagt, yo, let's go. Die 19er Zeit oder was auch immer steht jetzt. Ja gut, für mich wäre eine 20er ja schon echt zufriedenstellend. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt direkt nochmal. Auf geht's. Er hatte die TC zwar aus, aber ich fahre trotzdem mal mit. Na okay, früher schalten. Nee, nicht gut. Scheitel verpasst. Hier bleibt er im dritten. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte eigentlich eine vergleichbare Runde haben. Ich glaube, ich bleibe da vielleicht erstmal im vierten. Mal schauen. Je nachdem, wie ich mich gerade fühle, ne? Ich glaube, wenn du in den dritten schaltest, dann hast du halt einen Ticken mehr Turnen. Es kommt halt drauf an, wie routiniert du einfach da nach links lenken kannst. So, ich glaube, bei mir ist halt das Problem, dadurch, dass ich halt so oft zwischen Rennspielen rumhüpfe, auch zwischen Fahrzeugen und Fahrzeugstreckenkombinationen und so weiter und so fort, dass bei mir halt nie großartig eine Routine irgendwo zustande kommt. Und dementsprechend...
Ah, das war nicht gut. Kann ich halt nicht so gut einschätzen. Wann lenke ich jetzt quasi wie vehement in die Kurve ein? Muss ich mich erstmal mal ein bisschen rantasten. Das war zum Beispiel vernünftig. Wenn das so weiterläuft, kann ich ruhig im vierten bleiben. Muss aber auch sagen, ich muss gerade echt hart strullern, ne? Das kommt jetzt komplett out of the blue, aber... Aber die Kurve hier, die Rechtskurve, die hat auch schönes Banking, ne? Die hat so ein bisschen... Anstellwinkel, also die ist ein bisschen steil. Okay, der erste Versuch ist es noch nicht, bei weitem. Aber ich habe vieles gerade versiebt. Zum Beispiel diese Rechtskurve. Hier war ich auch viel langsamer, als ich es jetzt bin. Da war ich jetzt im vierten ein bisschen besser. Hier auch viel zu früh gebremst vorhin. Aber ich hier auch voll über den Körb gehobelt. Wow, okay, das ist die Zeit, die mir gefehlt hat, um meine Zeit jetzt schon zu egalisieren. Und ich wende ja schon ein paar neue Sachen an, also... Schade, die Rechtskurve war nicht so. Nein, schade, nein, nicht doch, nein. Das Ding ist, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir eine 21,5 oder so gefahren sind. Und wenn ich jetzt eine 10. oder 2. im Delta, aber könnte es direkt eine PB werden. Ich finde es aber krass, dass man bei dem Auto, trotz Saugmotor, nicht die gesamte Drehzahl ausreizt. Das Ding ist, beim Anbremsen für die erste Kurve muss ich eine Sache mir abgewöhnen. Ich... versucht er ja quasi auf den asphaltierten Bereich neben der Strecke zu gehen. Und dadurch mache ich so eine Schwungbewegung nach außen. Macht er halt nicht, dieser Laporti. Sondern er hat im Prinzip einfach straight zum Scheitel hingebremst. Das muss ich einfach nur weglassen. Gott, ist das schlecht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Ich probiere jetzt halt wirklich mal... Die Linie war jetzt nicht so geil, aber hey.
Alright. Sehr schön. So, jetzt. Noch einen Ticken später gebremst als eben. Zu spät. Ey, aber war doch ganz okay. Nein, nein! Nein! Alter. Ich habe am Ende locker 2/3 Zehntel oder so in der letzten Kurve gelassen. Cool! Geile Linie, Dave. Hast gut gemacht. Flachpfeife, Alter. Nein! Ärgerlich. Oh boy! 4 Zehntel, 5 Zehntel, 4 Zehntel. War das schlecht. Oh Gott, war das schlecht. Okay. Ich kommentiere mal so eine Runde mit. Manchmal hilft mir das ja, Ruhe zu finden, die Pace einfach zu fahren und zu schauen. Alright. Also. Vierter Gang, früh schalten, weit nach außen, bremsen. Zum Scheitel denn nicht zu früh, aber hat gepasst. Exit war schlecht. So, runterschalten, zweiter Gang. Dritter, um wieder raus zu beschleunigen. So, leicht bremsen in die Kurve rein. Ah, ist okay. So, zwischen drittem und zweiten Schild Bremse. Kurz mal den zweiten für mehr Turnen nutzen, weil es bei mir nicht so gut geklappt hat hier. Und Gas gehen. Och komm, Alter. Warum untersteuerst du so? Digga, was ist da los? Okay, nochmal. Also, erster Short Shift in den zweiten. Raus beschleunigen. Auf geht's. Leute, das wird jetzt. Pass auf. Mit der Ansage in 21.0. So. Bremsen zum Scheitel hin. Und wieder raus. Schlecht gefahren. Im dritten in den zweiten. Scheitel mitnehmen, wieder in den dritten, raus beschleunigen. Scheitel verpasst, geiler Typ. Oh. Zwischen dem dritten und dem zweiten Schild bremsen. Im vierten durch, jawohl. Das war gut. Nicht zu spät auf die Bremse. Doch, zu spät auf die Bremse. Ah, Auto rutscht. Zum Kotzen.
Ey, das ist... Okay, aber scheinbar war der Run vorher auch okay da. Letzte Kurve war gut. Letzte Kurve war gut! 21,3. Passt. Ach nee, das ist eine 5er, mit der wir uns vergleichen. Okay, never mind. Okay, auf geht's. In den zweiten. So, fürs Rausbeschleunigen dritter. Fürs Rausbeschleunigen. Let's go. Ist furchtbar, ich bin gerade beim Korrekturlesen einer Masterarbeit und scheinbar ist mein Hirn, je mehr ich damit zubringe, immer schlechter und schlechter, was das Deutsche angeht. So. Ja, das war okay. 14. immer noch. Let's go. Ja, so gut. Nein! Scheitel verpasst. Ey, letzte Kurve war so hakelig. Da habe ich Zeit verloren. Das reicht für eine 21,0. Aber ich bin da irgendwie nicht zufrieden mit. Ich muss nochmal fahren. Das ist okay. So, wieder. Recht spät auf die Bremse. Schade, das war nicht so gut, die Kurve. Ah, die auch nicht. Ey, hier war ich vorhin nicht so gut. Nein! Nein! Ah, die 20er ist zum Greifen nah. Okay, auf geht's. Ich muss eine fehlerfreie Runde hinbekommen, dann habe ich sie safe. Dann bin ich im 20er Zeitenbereich. Dann kann ich auch wirklich sagen, ey, ich habe alle Ziele erfüllt, die ich mir gesetzt habe. Auf geht's. Es ist so krass, also von so 15 Minuten Zwischenübungen sind diese Time Trials mittlerweile ein bisschen zum... Arbeit für mich verkommen. So, bis jetzt okay Runde, oder? Geht. Das war sehr gut. Ich liege nicht vorne. Schade. Ja, sehr gut. Auf geht's. Ja, ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Hier liegt noch Zeit. Zum Beispiel hier. Vor Körper anfangen, bremsen. Sehr schön. Im dritten Gang. Nein, ich verpasse den Scheitel. Egal, schneller als eben. Hier habe ich vorhin den Scheitel verpasst. Sehr gut. Die letzte Kurve war vorhin auch nicht so gut. Letzte Kurve Scheitel verpasst. Trotzdem besser als vorhin, oder? Geht. Die Gesamtzeit wird besser. Es ist eine 20er. Juhu! Ja! Ey, ich habe zwar immer noch im letzten Sektor und so. Also im ersten Sektor fehlen so 1-2 Zehntel safe. Im letzten Sektor fehlt auf jeden Fall noch Zeit. Da habe ich die letzte Kurve wieder versemmelt. Die drittletzte Kurve habe ich auch versemmelt, diese ganz schnelle Linkskurve. Aber ich bin im 20er Zeitenbereich und ich bin damit gerade sehr, sehr happy. Top 500! Genau das war das Ziel, das ich haben wollte. So,
Ladies and Gentlemen, viel, viel Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Time Trial. Wenn ihr so ist, lasst kein Däumchen, lasst kein Abo da. Beim nächsten Mal geht es weiter, glaube ich, erstmal mit einer Nordschleife Online-Episode und dann wieder mit einem Time Trial, weil es gibt jetzt auch noch das neue Embattled mit dem Renault Clio und dann wieder mit Nordschleife und ja, am Wochenende gibt es übrigens keine Streams, weil ich bin am Nürburgring und ich hoffe, ihr habt einfach eine schöne Zeit. Haut rein! Tschüss!